So, Sie mussten lange warten, ja? Jetzt sitzen Sie sich gegenüber, Herr Netzer und Herr Delling. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Eigentlich Seite an Seite, jetzt Kontrahenten, ja? Gucken wir mal, wie es läuft. Am Anfang zeige ich ein paar Fotos. Wenn Sie glauben zu wissen, wer das ist, draufdrücken auf den Buzzer. Ach so. Und dann Sie mal da, lösen. Hier kommen die Kinderfotos. Los geht's. Wer ist das? Netzer. Starke Ärmchen. Ach hier. Henry. Henri Maske? Ja. Ja, sieht ganz gut aus. Guck mal weiter. Da noch stramme Waden, ja. Es wird immer mehr. Tatsächlich. Wie hast Henry. Du das denn gesehen an dem Babyfoto? Tja, Maske! Gutes Auge. Das heißt, ihr beiden fangt an. 500. Ich freue mich. Ich endlich. Jetzt geht's los. Ich muss erst mal wach werden. Ja. Wir gucken mal. Erste Frage, gemeinhin noch machbar. Robinson Crusoe, wäre es auf der Insel ziemlich langweilig geworden, hätte er nicht Weiberfastnacht gefeiert, Rosenmontag blau gemacht, Aschermittwoch verschlafen oder Freitag gerettet? D. Wir würden uns, glaube ich, einhellig für D entscheiden, oder? Einstimmig für D, Freitag gerettet, sein treuer Diener Freitag. Richtig, jawohl. Das hätten wir auch gewusst. Das ging noch, ne? Ja. Man muss dazu sagen, bei Ihnen beiden, Sie waren ja schon mal zusammen hier. Also Sie haben schon eine ganze Menge hier Geld mitgenommen. Ja, ja. Das vierte Mal jetzt. Aber heute geht's richtig durch. Na, dann gucken wir. Das ist Ihre Taktik, habe ich schon erkannt, dass Sie dann sagen, das hätten Sie auch gewusst. Und erinnere ich mich, letztes Mal haben Sie einen falschen Tipp gegeben. Habe ich? Ja, ja, genau. Gucken wir mal. 500 Euro, bitteschön. Ja. Der Deutsche Presserat wird häufig in den Medien genannt, wenn er Usedom liest, Sylt sagt, Fehmarn schreibt oder Rügen ausspricht. Ich glaube, das könnte sogar Delling. Weil es mit D beginnt. Mensch, Sie sind auf dem Niveau von Günter Netzer. Weil es mit D beginnt. Also darauf können wir uns auch einigen. Rügen ausspricht. Natürlich spricht er Rügen aus. Richtig, jawohl. So weit auseinander sind. Okay. Aber ich finde, wenn Herr Netzer mal ausfällt, können Sie auch mit Herrn Dr. Struve das machen. Das ist schon ganz, ganz gut so von der. Ja, aber von ich fühle mich heute wirklich wohl. Das verstehe ich. Verstehen Sie was von Fußball, hätte ich jetzt am liebsten fragen sollen. Aber Judith kann sowieso insofern alles, also demnächst ab, schon vor der WM vielleicht, mit Judith Rakers. Schon. Ja, jetzt der Blick, oh der Blick nach ich konzentriere mich, was der erzählt, spielt keine Rolle jetzt. Nein, gut, kann da nicht. 1000 Euro hierfür, Gerhard Delling, Judith Rakers, bitte. Was liegt im Süden Baden-Württembergs? Blicke im Breisgau, Wangen im Allgäu, Küsschen auf der Alb oder Schmusen am Bodensee? Alles sehr verheißungsvoll, aber ich glaube, wir sind mehr beim Rouge, ne? Ja. Ja. B. Ja. B. Das war schon die 100.000 Euro Frage, oder? Große Kreisstadt im Kreis Ravensburg, jawohl, Wangen im Allgäu. Herr Netzer, Sie haben noch gar nichts gesagt, aber Sie kommen erst dann bei den 100.000 wahrscheinlich, so ganz ruhig. Aus der Tiefe des Raumes hier ist die Frage. Dr. Strobe wird auch schon noch schweigen. Wozu kam es Ende November 2009 nach dem Rücktritt von Arbeitsminister Franz Josef Jung? Chili ist Chili. Riester bekommt Riester. Köhler ernennt Köhler. Oder Rot sieht Rot. D wäre schöner, aber es ist nicht D. Es ist ein Wortspiel. Wie seid ihr darauf gekommen? C. Wir wollen übrigens beweisen, auch Delling, wir wollen beweisen, dass man auch schnell zu Antworten kommen kann. So, C. C. Christina Köhler trifft unseren Bundespräsidenten. Das stimmt. Jawohl, C. So, ihr habt wieder Zeit zum Reden, ob lang oder nicht. Entscheidet ihr, hier ist die Frage, bitte. Wie heißt die Fortsetzung von Til Schweigers Kinoerfolg Kein Ohrhasen? Ein Ohrwelpen,
zwei Ohrküken, drei Ohrlämmer, oh, das wäre schön, oder vier Ohrfohlen. Ich sag nichts mehr. Das sind tolle Titelvorschläge für alle Fortsetzungen, die noch kommen, aber es ist zwei Ohrküken. B. Ist schon eingeloggt. Jawohl, richtig. Das schaffen Sie nie, Herr Dr. Stube. So schnell, das schaffen Sie. Das schaffen. Na. Dritte Frage, bitte. Was gilt als nachhaltige Störung des Hausfriedens und führte bereits zur fristlosen Kündigung eines Mietverhältnisses? Nächtliches Möbelrücken, tägliches Wändestreichen, stündliches Durchwischen oder monatliches Badfliesen? Das ist für 2000 bisher die schwerste Frage. Also die. Was ist ein monatliches Badfliesen? Das heißt, dass jeder, dass jemand seine Badfliesen rausreißt und jeden Monat neu das Bad fließt und dafür dann gekündigt werden kann. Das ist doch bei Ihnen so. Tägliches Wändestreichen, dass man stündliches Durchwischen. Also, dann bleibt A. 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 Ich meine, ich fand die Frage so einfach jetzt nicht, dass man so schnell hätte sich entscheiden müssen, aber Sie haben sich schnell entschieden. Die anderen hätten dafür eine Stunde gebraucht. Ja? Das ist klar. Die Entscheidung ist aber richtig. Dieses Urteil gab es wirklich. Also ich fühle mich hier heute nicht so richtig wohl, wenn ich das mal sagen darf. Trotz dieser netten Dame auf dieser Seite, aber ja. Insgesamt die Atmosphäre ist leicht vergiftet. Ja? Ja. Ja. Das bringt Spannung, die brauchen wir. Ja. Na, ich hatte ja damit gerechnet, nur von der anderen Seite, wenn ich ehrlich bin. Da wissen Sie, dass ich 13 Jahre in einer vergifteten Atmosphäre lebe mit ihm. Und ich bin ein Held. Demnächst werde ich sogar ausgezeichnet als Held. Herr Delling. Aber nicht der Arbeit. Ja, ich soll die Laudatio halten. So, hier ist die Frage, bitteschön. Wen wies der Jüngling Narziss dem Mythos nach zurück und verliebte sich daraufhin zur Strafe in sein Spiegelbild? Den Fernsehpreis, die goldene Kamera, Bambi oder Echo? Echo. Bitte? Echo. Nee, also wir haben gerade überlegt, ob der damals schon zu Weihnachten elektronische Geräte gekauft hat. Das ist wohl nicht der Fall, deswegen würden wir A und B ausschließen. Ja. Ja. Das ist gut. Ja, ne? Das ist schon mal der richtige Weg, Gerd. Alles gut. Ja. Und Bambi gab es auch noch nicht. Rehkitze vielleicht, aber Bambi. Hören wir jetzt ein Echo? Also Echo. Ich sagte, hören wir jetzt ein Echo? Echo? Ich sage richtig. Ich würde sagen, David Delling. Wobei, man muss natürlich sagen, bei Narziss ist alles möglich. Der wurde ja von Frauen und Männern gleichermaßen begehrt. Warum nicht auch ein Bambi? Ja? Aber es war natürlich Echo. Ja, richtig. So, 5000 dafür. Sie gucken mich so an, Herr Netzer. Ja. Ich kann ja nicht sprechen. Bitte schön, Frage 4. Weil Herr Dr. Strube mal alles sagt. Was macht ein Fleckenskunk als Drohgebärde, bevor er Angreifer mit seinem Stinksekret besprüht? Ein Salto? Handstand? Purzelbaum? Oder eine Pirouette? Das ist Sport, Meister. Das machen Sie. Also Salto und dann sprühen. Nein. Sie haben doch immer so ein gutes Gefühl, Herr Pflaume. Purzelbaum wäre auch kontraproduktiv. Purzelbaum und dann sprühen? Das ist auch nicht sinnvoll. Pirouette hat was, ne? Pass auf, aber Handstand? Ja, Handstand, also klar. Klar? Ja. Macht er eine Pirouette, bevor der sprüht? Haben Sie einen Fleckenskunk schon mal sprühen sehen? Herr Delling, wollen Sie helfen? Nee, wir helfen nicht. Also Pirouette würde ja gut zu Herrn Netzer passen. Nach dem Tor damals, 73, hat er das auch gemacht. Ja, okay. Deswegen haben die auch ein neues Stadion jetzt gebaut. Aber er hat dabei nicht gestunken, muss man sagen. Nee. Das war, also... Konnte ja nicht. Das einzige Trikot, das immer alle haben wollten, war seins, weil das noch nicht nass war. Es ist alles gespeichert. Ich weiß, alles zurück. Aber die Pirouette war genial, ehrlich. Ja. Also nehmen wir Handstand. Handstand. Als Drohgebärde wird es gemacht, aber Sekret muss nicht zwangsläufig versprüht werden. Aber so ein Handstand gehört dazu. 5 Sekunden lang. Bis zu 5 Sekunden lang.
So. Ich wollte bloß darauf hinweisen, ich habe nicht angefangen. Ich weiß gar nicht mehr, wer den ersten Stein geworfen hat. Das ging vorhin schon los, als wir nach oben waren, vor Beginn der Sendung. Ist immer so. Ja, ich saß dazwischen, ich kann es bezeugen. Aber geht ja auch weiter, bis Sie ausscheiden. Aber dass Herr Struve da so mitmacht, ne, das ist ja... Gut, ja, jetzt zeigt Julian Gerz, bitteschön, 10.000 hierfür. In japanischen Städten kann man Krähen beobachten, die Autos benutzen, um Nüsse zu knacken, per Anhalter zu fahren, ihr Federkleid zu putzen oder fliegen zu lernen. Weißt du was, das habe ich schon mal irgendwo gesehen hier. Ja, das ist ja gut. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Das ist gut, weil ich war zwar schon in Japan, aber deshalb ist es mir noch nicht aufgefallen. Das hört sich jetzt merkwürdig an, aber ich glaube, Nüsse zu knacken ist richtig. Weil ich das schon mal irgendwo gesehen habe. Vielleicht habe ich es auch geträumt. Die Frage aber ich ist, wo hat man. Vor mir. Das wären interessante Träume. Also, wenn man vom Nüsseknacken träumt, das finde ich schon. Ja. Ist relativ logisch auch. Die legen die Nüsse auf den Boden, schieben dann das Auto kurz an, ziehen sie wieder zurück. Ja? Ja. Also, das ist seine Logik natürlich. Klar. Das liegt sehr nahe eigentlich. Wollen wir das nehmen oder. Du würdest uns doch nicht jetzt schon ausscheiden lassen, oder Jörg? Ja, wir müssen Zeit aufholen. Ach so, dann auch wieder recht. Nüsse ist eingeloggt. Okay. Früher flogen diese Krähen und haben die Nüsse einfach von oben fallen lassen und dann waren sie kaputt, wenn sie unten aufkamen. Sind Sie Japaner? Ach, richtig, ist richtig. Die sind mittlerweile so schlau, die machen das nämlich dann, wenn so eine Rotphase ist, da liegen die hin und dann, wenn eine Grünphase ist, fahren die Autos rüber und wenn da wieder eine Rotphase ist, erst dann holen sie sich die Nüsse. Aber den Traum müssen wir noch mal in Ruhe nachher erzählen, wie es dazu kam und was daraus wurde. Das war dann ja doch keine, wie wir jetzt 10.000 jetzt auch für Dr. Struve und Günter Netzer. Hier ist die Frage. Welcher Gegenstand rettete Friedrich den Großen in der Schlacht bei Kunersdorf im Jahre 1759 das Leben? Eine Taschenuhr? Haarkamm, Handspiegel oder die Tabakdose? Also Haarkamm und Handspiegel kann man ausschließen. Ja. Es ging um eine Kugel, die getroffen hat. Ja, ich habe Geschichte. Tabakdose war es. Tabakdose, ich bin mir sicher, wir brauchen keinen Dings zu verschießen, also keinen Joker. Oder sind Sie da, sind Sie ängstlich bei der Tabakdose? Nee, wenn Sie ausnahmsweise mal so eine klare Sprache sprechen, nehmen wir die Tabakdose. So ist es immer zwei Schüsse hier. Das Schöne an Günter Netz ist, er schießt ja in alle Richtungen, auch gegen den eigenen Mitspieler. Das ist ja einfach so. Wenn es halt so ist, dann ist da es muss halt man das so. Das hat er schon als Spieler so gemacht. Ja. Das war so klar, dass die beiden sich noch in die Haare kriegen. Ich sehe schon Günter Netz nachher mit Judith Raker spielen. Das kann auch noch passieren. Nee, das wird nicht passieren. Ich verstehe es ja gut. Also, Tabakdose wird eingeloggt. Im Siebenjährigen Krieg hat tatsächlich die Kugel ihn nicht getroffen oder nicht so schwer, weil die Tabakdose davor war. Also, Rauchen muss nicht tödlich sein. Nochmal spielen wir um 15, hier ist ja ein bisschen Tempo drin, das ist ja gut. Hier ist die Frage. Nachdem sich Slowenien für die Fußball-WM 2010 qualifiziert hatte, löste der Regierungschef sein Versprechen ein und flitzte nackt über den Platz, rief einen Feiertag aus. Putzte die Schuhe des Teams oder verlegte Rasen im Parlament? Also Herr Dr. Struve hätte als Programmdirektor natürlich, jetzt ist es ja Volker Herres, aber beide hätten wahrscheinlich gerne die Lösung A gehabt, weil das gut für die Quote ist. Dann hätten wir es auch wahrscheinlich live übertragen. Haben wir nicht gemacht, deswegen ist es nicht A. Ich weiß das relativ genau, weil ich das so interessant fand und hatte immer auf die Bilder gewartet. Mhm. Wir nehmen natürlich C. C? Mhm. Judith sagt so, ja, nehmen wir C. Da vertraue ich ihm, absolut. Das war dieses 1:0 gegen Russland, ne? Playoff. Ja, aber das ist nun wirklich eine gemeine Frage, einem Fußballreporter eine so einfache Frage zu stellen. Was hat denn das mit Fußball zu tun? Nein, das ist keine gemeine Frage, einem guten Fußballreporter so eine Frage zu stellen. Okay. Aber ihm eine Frage zu stellen, ist durchaus berechtigt. Okay. So. Jetzt weiß ich auch, warum wir vorne am Eingang die Waffen abgeben müssen.
So, es sind natürlich die geputzten Schuhe, richtig. Um Geld. Jawohl. So, Herr Netzer, Sie sind dran. Bitte. Oh, was gibt Auskunft über die Qualität von Verbundsicherheitsglas, wie es etwa bei Autoscheiben verwendet wird? Üppigindex, Drallprofil, Pummeltest oder Moppelskala? Sie wären für Pummeltest, ja? Also wenn Sie dagegen sind, bin ich dafür, aber das allein, also üppig und Drall, das glaube ich, ist nicht mit Verbund und Sicherheit in Übereinstimmung zu bringen. Moppel und Sicherheit, was würden Sie denn nehmen, Herr Berling? Wir haben uns gerade auf was geeinigt, haben uns dann aber entschlossen, den Grips jetzt nicht zu verschwenden, weil Sie einfach zu stark als Gegner sind. Also wäre es ganz schön, wenn Sie jetzt ausschieden. Mein Partner. Das können wir nicht mal übel nehmen. Nee. Aber so eine Frage hatte er noch nicht. Das möchte ich ja mal für zum Protokoll geben. Also, kein Problem. Er weiß die Antwort. Wie? Er weiß die Antwort. Er weiß die Antwort? Klar. Guck mal. Aber der weiß alles. Der weiß wirklich alles besser als Fußball. Nee, das stimmt nicht. Ich habe ihn schon einmal bei einem Quiz scheitern sehen an der ganz simplen Frage, was nordenglische Inselgruppen sind. Also selbst da wusste er nicht Bescheid. Dass sie das behalten haben. Ja, das erinnern sich verkehrt. Wir sind sehr weit gekommen. Wir haben 100.000 Euro gewonnen. Ja, aber da haben Sie... Aber bringt uns auch nicht so besonders weit, an ihn beschimpfen jetzt. Das habe ich Nein, aber doch, es schärft den Adrenalin. Nehmen Sie E. Was? Nehmen Sie E. Also, Moppel, Drall und Üppig, das ist mir sowas von verspielt und gewollt und so weiter. Was gibt Auskunft über die Qualität? Ein Test gibt Auskunft über die Qualität. Also, können Sie die Frage bitte noch mal vorlesen? Ja, das war jetzt gut, was Sie gesagt haben. Das leuchtet auch mir ein. Also, ich schließe mich an. Okay, C. Und wenn's, dann sind wir eben, dann seid ihr Sieger. Nein. Wir können verlieren. Wir können auch verlieren. Ja. Wenn man sich versucht, nicht der deutschen Sprache, sondern über die englische Sprache zu nähern. Ja. Denn da kommt es ursprünglich her. Pummel. Natürlich. Pummel, hart schlagen. Natürlich. Und wir sagen in Deutschland immer nur Pummeltest, aber es ist eigentlich der Pummeltest. Dann hätten Sie es ja auch so vortragen können. Nein. Dann wäre ich drauf gekommen. Sie heute mal zu diesen Firmen, die das anbieten. Die machen immer einen Pummeltest, ja? So ist es mittlerweile eingedeutscht. Ist richtig. Aber da muss ich sagen, ja. Da Respekt, so gespielt zu haben. Das war schon ganz anders. Also hätten viele den Joker genommen. Also, 25. Hierfür. Habt auch noch alle Joker. Nee, 15. Das wird jetzt zu Ende sein. Wie sollte man sich laut Knigge verhalten, wenn ein Bekannter in großer Runde einen schmutzigen Witz erzählt? Laut lachen? Nee. Den Raum verlassen? Da kann ich gar nichts zu sagen. Trotzdem lächeln? Ihn zurechtweisen? Oder schnell das Thema wechseln? Also, ich habe solche Bekannten nicht. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Das ist doch fast schon schade. Herr Strube fing wohl mal so an, aber... Aber bei Knigge kennen Sie sich nicht aus. Das müssen Sie zugeben. Das ist kein Spieler, das wissen Sie hoffentlich, oder? Das könnte so eine Art Fangfrage sein, oder? Also zurechtweisen soll man ihn laut Knigge bestimmt nicht, weil das Nein. würde ihn ja irgendwie brüskieren, ihn bloßstellen. Schnell das Thema wechseln wäre cool. Ja, das wäre wahrscheinlich... Da würde ich jetzt... Da muss einem auch spontan was einfallen, nicht? Das ist auch sehr... So lebhaft und so, das wäre... Das ist ein bisschen feige hier, ne? Den Raum verlassen und ihm das Feld für seine schmutzigen Witze überlassen. Das wäre so wie, also, da wir ja auch oft gut gelaunt sind, würde auch Lächeln hinkommen, aber D würde eigentlich mehr zu uns passen, würde ich sagen. Aber würdest du das auch sagen eigentlich? Was, dass zu euch dass D passt? Dass D gut zu uns passen würde? Puh, ach, schnell das Thema wechseln, das hat ja fast was von Feigheit, oder? Also würdest du nicht sagen, dass das dazu passt? Ja, Judith, pass auf, Judith, ich wäre nur bereit, eine kleine Hilfestellung zu geben, wenn du so einen richtig schmutzigen Witz jetzt hast. Na los. Ich kenne ganz viele, aber ich kann die auf keinen Fall erzählen. Warum nicht? Moment, nee. Es geht um 25.000 Euro. Dafür kann man doch mal schmutzig sein. Bitte halten Sie sich alle die Ohren zu. Nee. Judith erzählt jetzt. Ja, niemals. Kennst du nicht so einen so... Nein, tu.
So vorne an wenigstens. Ich meine, man kann die vielleicht ja, nein, wenn nicht ganz so, aber ein bisschen vielleicht, eventuell. Dann tun Sie es nicht, tun also, Sie es nicht. Sag nur die Pointe. Nein, es geht wirklich nicht. Wir haben einen Kollegen in der Redaktion beim NDR, der erzählt jeden Tag einen Witz. Und diese Witze sind wirklich sowas von unter der Gürtellinie, dass er sie schon nur noch manchen Menschen erzählt. Und die allerschlimmsten, das ist die Entscheidung, will ich jetzt nicht sagen. Die allerschlimmsten, die sind mir im Gedächtnis geblieben, weil sie so furchtbar sind. Und die kann ich auf gar keinen Fall weitererzählen. Es geht wirklich nicht. Ehrlich. Okay, da habe ich Verständnis. Geht doch mal logisch ran. Ja. Das ist doch gar nicht, das ist gar nicht so schwer. Also, Knigge war ja immer nicht nur Etikette, Haltung. Genau. Haltung. Also trotzdem, ich muss lächeln. Haltung. Trotzdem lächeln. Lock das ich war ein. Ja unsere. Guck mal, ganz schnell. Er will's. Lock ich ein. Man zeigt damit eine Reaktion. Normalerweise ist ja so ein Witz, wo man so richtig loslachen will, aber eben nicht darf, weil es nicht gehört. Deshalb nicht auf die Schenkel kloppen und lospusten, sondern dezent lächeln, dass man sagt, man hat es registriert, aber ihm damit auch signalisiert. Und jetzt so soll mal ganz man ehrlich, ist wie heute Abend. Nicht? Wir lächeln trotzdem. Ja. Ne? B ist richtig. Spielen. Sie gucken schon wieder so strafend. Na, also, das, solche Hilfen, das ja, fordert so, nun wirklich einiges heraus. Sie hätten das nie gewusst. Das habe ich doch schon vorher gesagt. Nie gewusst. Doch solche Hilfen, ja, genau. Lieber Herr Pilawa, solche Hilfen erwarten wir auch bei der 150.000er Frage. Jetzt noch nicht. So weit kommen Sie nicht. Aber nachher. Wir spielen. Lass dich nicht unter Druck setzen. Ach, ich bin total entspannt. 25.000 Euro hierfür. Welcher Filmklassiker endet mit den Worten: Niemand ist vollkommen? Manche mögen es heiß. Frühstück bei Tiffany. Casablanca oder Forrest Gump? Ja. Dann doch lieber eine Knigge-Frage, oder? Ja, lieber das und solche Hilfen, die man kriegt. Also Frühstück, so. Frühstück bei Tiffany kenne ich auswendig, aber wie er endet. Ja, das kann ich ausschließen. Casablanca auch ausschließen. Forrest Gump, das ist, den kenne ich auch. Das sind drei Filme, die ich auswendig kenne. Manche mögen es heiß. Frühstück bei Tiffany und Forrest Gump schließe ich aus. Manche mögen es heiß. Also danke A. Ihnen. Oh! A. Oh! A. Dann ist es. A. Danke. Kam die Erleuchtung A. Wenn es nicht stimmt, sind wir draußen. Haben wir 10, ja? Ja, aber immerhin. Manche mögen es heiß. Manche mögen es heiß. A. Ah. Aber Sie lachen heute dauernd. Oliver, erzähl mal. Erzähl mal die wunderbare Szene, ne? Oder? Die Szene, nein. Ich habe schon so viel Zeit geklaut heute. Ich sage nur, es stimmt. Der Film Billy Wilder. Sie sitzen dort. Genau. Im Bötchen. Im Bötchen. Und der eine ist ja keine Frau, sondern ein verkleideter Mann. Und der Typ sagt, ist egal. Niemand ist vollkommen normal. Ist perfekt. Ihr kennt immer die Liebe und irgendwann sagt, Mensch, ich bin doch ein Mann, reißt alles von. Das ist doch scheißegal, sind alle nicht vollkommen. Ist richtig, jawohl. Danke. Wir sind nicht böse, dass man Ihnen so geholfen hat, obwohl Sie überhaupt gar keine Ahnung haben. Aber Sie haben selbst gehört. Aber was ich gut daran fand, so in der Defensive habe ich Sie lange nicht gesehen. Das war es mir wert. So, das war genug der Hilfe. 50.000 für Gerhard Delling und Judith Rakers. Bitte schön. Was konnte man erstmals vor 80 Jahren in einem Supermarkt in den USA kaufen? Toilettenpapier, Vollwaschmittel, Tiefkühlkost oder Margarine? So, das ist es nämlich nicht, weil das denkt man sofort. Supermarkt, ne, würde man ja annehmen, dass es immer Margarine gibt. Aber wie lange gibt es eigentlich Margarine? Toilettenpapier im Supermarkt. Wie lange gibt es schon Supermärkte? Boah, jetzt müssen wir mal ein kleines Exposé erstmal ausfüllen hier. Fragen über Fragen. Also man kann was ausschließen. Ich würde schon mal C ausschließen. Tiefkühlkost. Ja. Ja. Wir nehmen nicht C. Nicht C? Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, das ist Margarine, weil es früher immer nur Butter gab. Tja, kann man auch viel vorstellen.
Toilettenpapier ist einfach lustig, ne? Da würde ja jeder sagen, Toilettenpapier, nimm doch da, nicht? Das harte Zeugs damals, wer hätte dafür Geld ausgegeben? Also ich tendiere ehrlich gesagt mehr zu dem Vollwaschmittel, weil ich auch, ja, habe ich auch letztes gerade wieder gekauft. Ja, aber das gab es bestimmt schon früher, oder? Dies mit den vielen bunten Punkten da drin so. Aber ich würde trotzdem in diesem Falle mal dazu neigen, die Frage, leichtsinnigerweise alle machen so. Ganz gnadenlos so eine zweite Chance einzubauen, oder? Oder weg mit der Frage. Könnt schieben also oder da zweite hinten, Chance. Da sagen die alle, Also das scheint keiner zu wissen. Wollen wir das schieben? Schieben ist doch gar kein Wort drin. Doch, nein, weg die Frage, schieben. Ja, guck mal, wenn wir jetzt sagen, Tiefkühlkost ist es nicht und wir setzen glaub, jetzt auf Toilettenpapier, dann ist das nicht. Nach dem, was ich alles von euch höre, schiebt die Frage weg. Okay, wir haben keine Ahnung, wer ich schiebe jetzt mal in das Vollwaschmittel. Frage weg. Ja, weg. Gut. Da muss man nicht hin. Das war damals ein Meeresbiologe und der hat sich das abgeguckt bei den Inuits, die nämlich ihre ganzen Lebensmittel eingefroren haben. Es war die erste Tiefkühlkost. Das hast du ausgeschlossen. Ja. Das, was ihr gleich ausgeschlossen habt. Das Toilettenpapier ist viel älter und Vollwaschmittel ist jünger. Was war das noch? Ich weiß gar nicht mehr. Margarine ist auch viel älter. Ist auch viel älter. Älter. Ah, jetzt, wo du sagst. Ja. Mensch. Klar. Es gab schon Tiefkühltruhen für das ganze Eis immer, aber man hat da immer nur Eis drin gehabt und der hat plötzlich gesagt, Mensch, tu mir doch mal Lebensmittel rein, dann hält sich das. Ach, siehst du? Den Unterschied habe ich natürlich nicht geachtet. So, 50.000 Euro, das heißt, Günther Struve und Günther Netzer liegen vorne. Ja? Werden Sie denn die Antwort wissen? Hier ist die Frage. Was löst Heißhunger aus und sollte deshalb während einer Diät vermieden werden? Können wir die Frage haben? Ja, die Ananas? Judith weiß sie. Naturjoghurt? Okay, ich weiß sie doch nicht. Avocado? Oder Fisch? Das müssen Sie doch wissen. Sie haben doch gerade so einen Mist hinter sich. Tiefgefrorener Fisch Nein, vielleicht? Ich mache es ja durch weniger Essen. Also, ich weiß es. Oh, oh. Also Naturjoghurt löst das Heißhunger bei Ihnen aus? Ne, ich überprüfe mich auch auf diese Tatsache, was bei mir Heißhunger auslöst. Also Fisch löst bei mir keinen Heißhunger aus. Nein. Bei Ihnen? Avocados auch Wenn ich nicht. Richtig Hunger habe, dann alles davon. Wenn Sie nur so ein kleines Häppchen jeweils bekommen. Ja, aber Avocado essen Sie nicht so oft. Also woher wissen Sie das? Das finde ich jetzt auch interessant. Woher wissen Sie, was Herr Netzer isst? Ja, ich glaube das nicht, dass der Avocado, dass er es herausschmecken könnte. Nein, nein, da ist zu viel drin. Niemand nimmt doch Avocado pur, oder doch, dauernd? Nehmen Sie Avocado pur? Boah! Ja? Jeden Tag. Also. Und kriegen Sie Heißhunger? Das ist ja die Frage. Nein, nein, nein. Avocado nicht, Fisch auch nicht. Fisch auch nicht. Aber Joghurt. Nee, das nicht. Joghurt oder Ananas? Sie wissen's? Auch. Ich helfe Ihnen nachher auch. Nein. Doch, das macht er. Müssen wir teuer bezahlen. Holen Sie keine Hilfe da drüben. Doch, doch. Das hat eben so viel Kraft gekostet. Ich kann das verstehen. Also ich würde. Also ich glaube, wir müssen zweite Chance nehmen. Oder sind Sie bei Ananas relativ sicher? Nein, kann ich doch nicht. Na doch, hin und wieder sind Sie doch sicher. Ne? Ich bin von Freunden umzingelt. Wir machen das, was Sie da sagen, aber es ist wahrscheinlich... Verschossen? Egal, wir müssen es machen. Joker, zweite Chance. Joker, ja. Wir sagen erstmal Ananas, aber der Joker ist dann weg. Ist ja weg, ja. Ist weg dann, ne? Der ist wieder muffelig. Ja, ja. Ja, trotzdem. Also es hat keinen Sinn. Joker, zweite Chance, Ananas. Wenn man Ananas zu sich nimmt, da ist ja sehr viel Fruchtzucker drin. In Avocado nicht? Nee, Avocado ist sehr fettig. Also das macht sehr satt, das ist sehr schwer. Und dadurch steigt dann Blutzuckerspiegel und dann wird in der Bauchspeicheldrüse Insulin freigesetzt, um das zu minimieren. Und das kann zu einer Unterzuckerung führen und dann hat man Heißhunger. Deshalb sollte man Ananas für die Diät nicht verwenden. Oh. Ja? Ja. Alles in Ordnung. Aber die war jetzt schön leicht, ganz ehrlich. Ja, die war wirklich sehr leicht, fand ich. Das war die allerleichteste von allen. Ich fand das mit der Tiefkühlkost sehr leicht. Das A war noch nicht raus, da hat Judith schon gesagt, das ist es. Ja. Okay, okay, okay. Um 50.000 geht es jetzt für Gerhard und für Judith. Hier ist eure Frage. In welcher Stadt steht mit 2.500 Plätzen das größte Opernhaus Deutschlands? In Baden-Baden, in Dresden, in Frankfurt? Oder in Bayreuth. Die ist ja leicht. Ja, die ist leicht. Ja. Ganz leicht. Also Kinder, das
Die Semperoper ist schwer. Da war Ananas schwerer. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Muss was Neues sein. Ja, und ich glaube, es dürfte wahrscheinlich Baden-Baden sein, weil die haben wunderschön gebaut. Oder Frankfurt. Oder ausgebaut. Aber die Frankfurter Oper ist natürlich brutal bekannt. Ja, und sie ist größer wahrscheinlich. Die Stadt ist ja auch größer. Vergessen Sie Bayreuth nicht. Die sind eine schöne. Nee, Bayreuth würde ich ausschließen. Ja, das würde ich auch. Jetzt wird es ja subkutan schon. Nee, Bayreuth kann schon deswegen nicht sein, weil ich letztes Mal keine Einladung bekommen hatte, weil kein Platz mehr war. Also wir haben doch schon einen Joker haben wir schon verplempert. Ja. Du hast den beiden schon wahnsinnig geholfen, ihr habt ihnen geholfen. Er hat mir einmal klein. Das war beim Knicke mit dem Lächeln. Der hat euch da geholfen. Das wollte ich gerade sagen. Da haben wir die richtige Lösung, aber haben wir gesagt. Gerd, du hast nichts gewusst. Da hat er wirklich viel geholfen. Das stimmt, aber trotzdem hatten wir die richtige Lösung. Man muss schon dann auch fair sein. Ja, finde ich auch. Ja gut, aber trotzdem sind wir noch im Hintertreffen. Joker, zweite Chance. Das würde ich auch sagen. Also, ich würde sagen A oder C. Ja. Und dann ist man noch mit zweiter Chance. Zweite Chance. Einig, ne? Gib uns eine Chance. Joker, zweite Chance. Ihr tendiert zwischen Frankfurt und Baden-Baden. So ist es. Richtig? Mhm. Frankfurt locken wir ein. Ach, scheint. Es tut mir leid, Frankfurt ist leider falsch. Bitter, ja. Baden-Baden. Ja, weil sonst hätte er das nicht so formuliert, weißt du? Hätte er gefragt, wollt ihr Baden-Baden oder Frankfurt? Gut. Jetzt bist du aber auf der richtigen Spur. Ja, ich bin total. Baden-Baden. Herr Pilawa. Und das ist leider die Semperoper in Dresden. Nein. Es ist natürlich das zweitgrößte Opernhaus Europas in Baden-Baden. Jawohl. Der erste Gedanke ist immer der beste. Immer der beste. Ist so. Aber muss ich auch dran trauen. Es geht um 75.000, Herr Dr. Struve und Herr Netzer, bitteschön. Ja. Welche Stadt erreicht man, wenn man sich von Berlin aus spreeaufwärts bewegt? Brandenburg, Cottbus, Frankfurt-Oder oder Potsdam? Ja, aber die ist ja, genau. Das müssen Sie doch wissen. Ich lebe zwar in Berlin und ich lebe gern da. Aufwärts, das wissen wir Schleswig-Holsteiner, ist klar. Also man kann ausschließen Potsdam, völlig ausschließen. Wir haben ja die zweite Chance, haben wir ja weg. Also Sie haben sich verplempert. Ja, danke. Weil Sie bei Ananas nicht sicher waren. Ja. Frankfurt oder können Sie ausschließen, weil es nicht an der Spree liegt. Ja? Also... Frankfurt oder Potsdam. Potsdam geht nicht, liegt Spree abwärts, wenn überhaupt an der Spree. Frankfurt oder liegt nicht an der Spree. Brandenburg liegt links oben in Richtung Vorpommern. Es muss Cottbus sein. Locken Sie bitte B, Cottbus ein. Wahrscheinlich richtig. Herr Netzer, folgen Sie. Ja, was bleibt mir anders übrig? Nun ja, widersprechen. Nein, nein, bitte, Cottbus. Ich bin froh, dass Sie einen gefunden haben. Es muss Cottbus sein. Na gut. Wenn nicht, okay. Ja. Was, wenn nicht? Wenn nicht, dann wird er triumphieren und wir werden mit unseren 10.000 gehen wir dann ja. aus. Ne? Ja. Okay, gut. Also ich sage Cottbus, es kann gar nicht anders sein. Liegt im Spreewald, das ist klar, eigentlich. Ne? Entspringt das Flüsschen, was wir suchen, im Lausitzer Bergland, also in Sachsen und mündet dann bei Berlin-Spandau in die Havel und Cottbus ist richtig! Jetzt langsam kriege ich Achtung vor ihm. In all den 13 Jahren nicht passiert, aber so langsam bewährt er sich. Ja. So, für Gerhard und für Judith heißt es, kein Joker mehr, die Antwort muss sitzen. Wir drücken die Daumen für 75, das hier. Wir können noch schieben. Johann Hölzel wählte seinen Künstlernamen Falco als Verbeugung vor einem Mafia-Boss aus Palermo, Pferd aus Bonanza, Skispringer aus Sachsen oder Motorrad aus Ungarn. Alles klar, Herr Kommissar.
Chirurgie. Da. Gibt es einen Skispringer aus Sachsen, der so irgendwie... Dieses Grinsen, das ist die größte Strafe. Ich könnte damit leben, wenn wir ein bisschen weniger Geld haben. Aber nicht mit dem Lachen. Ne? Das ist doch... Ja. Schon deswegen müsste es bei uns richtig sein. Ja, schon das deswegen. Wird mich Jahre zurückschmeißen, das stimmt. Das hoffe ich. Guck mal, das wüsstest du doch als Sportmann, Skispringer aus Sachsen. Und ein Pferd würden Sie doch kennen. Ja, vor allem. Naja, und Bonanza ist doch auch eher Ihr Alter, oder? Das lief zu meiner Zeit nicht mehr so im Fernsehen. Mal ganz ehrlich, was hat Falco mit dem Skispringer aus Sachsen am Hut? Gar nichts. Ja. Obwohl, mit Schnee und so, das passt wieder. Das passt wieder, Schnee und so. Pferd aus Bonanza, das müsste ich ganz ehrlich sagen, das müsste ich eigentlich wissen. Guck mal, Verbeugung heißt doch auch, dass man jemanden toll findet, dass der irgendwie ikonisiert ja, wird. Ja, genau. So, Palermo. Verbeuge ich mich vor einem Pferd aus Bonanza? Nein. Nein. Verbeuge ich mich vor einem Mafia-Boss? Nur wenn ich irgendwie kriminelle Tendenzen habe, oder? Ja, wobei, man muss ganz ehrlich ja sagen... Denkst du an Genie und denkst, der hatte welche? Okay. Also Falco hatte zumindest ja auch ein Faible so für so ein bisschen abgründige Geschichten, aber... Gab es denn mal einen ganz berühmten Skispringer, der so hieß? Weil der muss ja ganz berühmt gewesen sein. Entschuldigung, wenn ich wüsste, dass Johann Hölzel irgendwie was Großes im Sport gemacht hätte, hätte ich ja diesen Apparat hier schon längst geküsst. Nee, nicht Johann Hölzel, Falco. Naja, meine ich doch, Falco. Nein, also... Ich meine, ein Skispringer, der Falco heißt, ist ja auch schon ein bisschen... So ein Google-Joker. Es ist ja, keine Schande. Also, es ist ja keine Schande, rauszufliegen, Mann. Es ist ja keine Schande. Weißt du was? Ihr seid am Ende. Das ist wahr. Wir wissen nicht Bescheid. Ihr seid am Ende. Und es ist in diesem Fall anders als bei Ihnen, wo dann alle zuspringen und denken, der arme Kerl, dem müssen wir jetzt helfen, weil wir uns bisher auch anständig verhalten haben hier. Ich würde das nehmen, wir sind jetzt bei 75.000 Euro. Ich würde das nehmen, womit wir gerade nicht rechnen, mit dem Skispringer, ehrlich gesagt. Einloggen. Ja. Einloggen. Ist mutig auf jeden Fall. Sehr gut. Hätte den auch genommen. Mutig, oder? Das ist schon so ein Abgesang. Das kann nur in die Hose gehen. Das Einzige, weshalb ich mir das nicht für ein Skispringer, der Falco heißt und da noch mit C geschrieben, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, eben. Oder? Nee, genau. Er wurde auch mit K geschrieben. Falco Weißflog. Den gab es wirklich. Ja? Und von dem war er. Ja! Und von dem war er so beeindruckt. Vom SC Traktor Oberwiesenthal. Und von dem war er sowas von beeindruckt, dass er gesagt hat, den Namen nehme ich mir. So, der Kampf geht weiter. Herr Dr. Struve, Herr Netzer, Sie sind wieder dran. Um 100.000 geht es bereits. Hier ist die Frage. Hey. In welchem Bereich findet die Gundersen-Methode Verwendung? Bei der Bundestagswahl, bei den nordischen Kombinierern, beim PISA-Test, bei der Auswertung oder bei der Geburtshilfe? Also, logisch, Meister, logisch. Ausschließen erstmal. Ja. Das ist die Grundregel bei Quiz. Bundestagswahl können wir ausschließen. Ja. Da bin ich mir absolut sicher. PISA-Test. Geburtshilfe, nordische Kombination. Darum geht's jetzt. Also, Geburtshilfe. Da kennen Sie sich doch aus. Ich hatte meine Ausbildung, als ich Schaffner bei den Berliner Verkehrsbetrieben war, in Geburtshilfe. Aber nach der Gundersen-Methode sind wir nicht vorgegangen. Da muss man so eine Ausbildung, so einen Kurs machen? Ja, ja, weil ja im Bus hin und wieder... Ja. Einmal in 12 Jahren ein Kind geboren wird, haben wir an einem Dummy gelernt, wie man es herausholt. Ich musste Gott sei Dank Gott sei Dank für die Mutter und für Sie. Also da hat er bestimmt die Telemark-Methode gelernt. Aber Sie bringen mich auf was. Telemark. Dafür bin ich ja da. Ist ja nah an ist der nordischen Sportart. Ja. Aber es ist an der nordischen Kombination, denn da wird ja auch Langlauf gemacht. Pass mal auf, Gundersen ist was Nördliches. Gundersen ist ein eindeutig nördlicher Name. Ja, in der Tat, ja, genau, ja. Also, das war jetzt eine Feststellung. Gratuliere.
Also, wenn Sie die Skispringer nehmen, nehmen wir die nordische Kombination. Die macht nämlich Sinn mit Gundersen. Das ist nordisch kombiniert. Wenn das allein reicht, um... Ja, das müsste reichen. Wenn das allein reicht, um da die Antwort zu finden. Oder schieben. Haben wir eigentlich was zu trinken? Nein. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie fertig sind. Ich hole mal ein paar Getränke eben. Nein, pass auf. Wir wollen die... Wir wollen dem Ganzen ein Ende bereiten. Nein, wir wollen mit Schrecken oder mit in Würde. Er war eben auch mutig. Wenn Sie es nicht wissen, ich sage, Gundersen kann nur nordische Kombination sein. Herr Netzer? Ja, dann mal viel Glück. Ja, nordische Kombinierer. Ja, also das ist der das Gundersen heißt mit Vornamen Gunder. Gunder Gundersen. Das, war dann das ist ja noch nordischer als ja, irgendwie nordisch. Ja. Peter, was sind denn die nordischen Kombinierer? Das sind die, die erst Skispringen und danach Langlauf machen. Richtig. Ja, genau. Und da ist es so, dass der als erstes ins Ziel kommt beim Langlauf, auch der Gesamtsieger ist, weil die Springergebnisse in Zeitdifferenz umgerechnet werden. Und das war seine Idee. Deshalb ist nordische Kombinierer richtig. So, wir spielen auch um 100.000 für Gerhard Delling und Judith Rakers. Kein Joker mehr. Die Antwort muss auch sitzen. Hier ist sie, die ja, Frage. Schön, wir freuen uns. Wie wird eine Gattung in Südamerika lebender Kolibris auch genannt? Das ist das klar. Das ist ganz klar. Thermojäckchen, Schneehöschen, Skischüchen oder Pelzkäppchen? Skischüchen. Oh, guck mal, das Skischüchen. Kann man das Gesicht mal groß zeigen? Ja. Diese Frage verdienen Sie. Ja. Ich stelle mir das gerade vor, weil er hat ein bisschen was von so einem Kolibri, so ein Pelzkäppchen. Pelzkäppchen. Das kann eigentlich nur Pelz, wenn ich das... Das passt, das ist auch kombiniert jetzt. Oh. Also. Schneehöschen wäre logisch, wenn sie weiße Beine haben. Kolibri. Kolibri. Ja, ja. Kolibri. Wenn sie weiße Gattung Beine haben. Amerika Kolibri sind diese. Ja, Südamerika Hummingbird auf Englisch. Nein, aber Kolibri in Südamerika. Schluss jetzt. Aber Schluss jetzt. Nicht so viel mit Schnee zu tun. Obwohl es da natürlich auch Schnee. Das sind unsere Feinde. Okay. Das sind unsere Feinde. Ja, natürlich. Hast du das gehört? So denke ich. So denke ich. Ja. Das habe ich gemerkt vorhin schon. Seit 13 Jahren. Deswegen ist er nicht, um Gottes Willen. Nein, nur. Deswegen ist er mal so wach bei unseren Sendungen. Jetzt geht's wieder in Clinch. Okay. Ja. Aber gut. Jetzt müssen wir uns auch mal ein bisschen auf den Weg ja bringen. Ne? Ja, nehmen Sie. Also. Skischüchen. Okay, das nehmen wir nicht. Das nehmen wir nicht. Also, das wäre logisch, wenn Sie weiße Beine haben. Das ist schwerer als Gundersen. Das konnte man entwickeln. Ja. Das wäre logisch, wenn Sie irgendwie besonders irgendwie auf dem Kopf. Haben die nicht irgendwie so Federn auf dem Kopf, die so hochstehen? Aber kein ja Pelz. Nee, aber ich meine, jetzt muss man erstmal annähern. haben sich vorher schnell noch mal irgendwie so ein anderes Tier gerupft und dann daraus ein Pelz gemacht und schon saß er auf dem. Mach du doch jetzt Käppchen mal so eine Ableitung, wie die Pause füllt. Ja, pass auf. Dann kann ich mal ein bisschen sagen, was auffällig ist an allen Vieren, ist, dass es mit Chen aufhört. Mhm. Ja. So. Ja. Und soll ich mal was sagen? Die richtige Antwort hört auch mit Chen auf. Also das ist schon mal gesetzt. Das wollte ich ja damit sagen. Ja. Insofern war das jetzt kein Hinweis, sondern eigentlich... eine Bestätigung. Sinnlos, wie immer. Genau, nur verlängert das Ganze. Ich kann das auch bestätigen. Der Buchstabe vor dem Chen, der wäre wichtiger für uns. Herr Pilawa. Das hat doch alles was mit Winter zu tun. Thermo, Ski, Schnee, Pelz. Auch das ist richtig. Boah, wir sind aber auf der Hut heute. Thermojäckchen, Schneehöschen, Ski. Dann nochmal, wie heißt das? C? Vielleicht müssen wir es mal auf Englisch übersetzen. Aber da gibt es keine Umlaute. Aber wie übersetzt man Thermojäckchen auf Englisch? Oder auf Spanisch. Thermojacket. Spanisch. Thermojacket, genau. Thermojacket, das ist leicht. Spanisch, ja. Bist du Spanisch? Das ist ja Südamerika. Am liebsten schon, aber ich kann es nicht. Jetzt mal ganz ehrlich, ich will ja hier nicht alles ver... Aber es ist ja sowieso wurscht. Ich meine, es ist 1 zu 4. Die sind alle zu einfach. Nordische Kombination, der nordische Name war total einfach. Das war
dass man dachte, dass das, ich das, ne? Ja, das und deswegen. Doch, ich will das. Ganz kurz, ich muss mal ganz kurz hier befragen. Also meine Assoziation ist wirklich, weil, auch weil er so. So, das jetzt kommt er. Weiß also doch wirklich. Einloggen. Aber es. Hopp. Ich mach. Mensch, gibt's gemeinsam. Ich mach dann gleich so, wasche meine Hände in und ah ja, das ist ja. Also wir nehmen A, B, C oder D. Und ich würde sagen. Ich würde das nehmen, weil das eben noch wahrscheinlich ist. So. Also jetzt, zack. Hopp. Nee, ich trau mich nicht, ich kann nicht. Ja, wir müssen du weißt es? Hier hin und dann, jetzt nehmt was. Zack. Das wissen die, das weiß keiner. Ist egal, Hauptsache, ich meine, das eine hätte einen Effekt, wir hätten noch mal ein bisschen Spaß. Komm, mach. Ja. Ich trau mich ja nicht, aber... Herr Netzer, noch einmal. Oh, das gibt's ja nicht. Nehmt jetzt... Tschüss, tschüss, tschüss. Komm, wir nehmen. Ja, los. Okay, komm, Schnee, nehmen wir die. Tschüss, tschüss. Ja, schau her. Ist hier drin? Schneehöschen wollte ich gerade sagen. Diese Kolibris haben, das setzen sie auch zur Balz ein, hier so weiße Federn überall. Und diese weißen Federn führen dahin, dass es dann tatsächlich die Schneehöschen sind. Dafür müssen Sie es aber noch mal sagen, bitte. Ja. Ja? Und zwar Großeinstellung. Ganz groß. Ich jetzt einmal noch, bitte. Einmal noch. Nein, ich konzentriere mich jetzt. Das haben Sie versprochen. Nein. Nein, hat er vergessen. Wir machen es nach der Sendung. Also, komm her. 10.000 Euro auch immerhin für Gerhard Delling. Bitte, Judith, fang an. Wofür? Wofür die 5.000? Also die Hälfte, die 5.000, gehen an Schulen für Afrika, weil ich jetzt finde, vor der Fußball-WM sollte man auch mal dahin gucken, wo vielleicht so ein bisschen noch die Schattenseiten sind. Und deswegen soll der Schulbau unterstützt werden mit dem Geld. Bildung und Schule für Afrika. Und Gerhard, ich habe jetzt ein echtes Problem, muss ich sagen, weil ich hatte fest mit 150.000 gerechnet. Also 25 habe ich denn, ich wollte es drei teilen, weil ich ja so ein bisschen auch die Eagles unterstütze, die Charity-Golfer. Aber die werden auch noch weiter gut was zusammenspielen. Deswegen glaube ich, lasse ich die heute Abend mal raus. Ich finde, die Uwe-Seeler-Stiftung müsste eine Hälfte haben, weil die wunderbare Arbeit leisten. Und dann gibt es hier ein Kinderheim für Schwerstbehinderte, körperlich und geistig Schwerstbehinderte mit so wunderbaren Menschen, die dafür sorgen, dass es denen gut geht, aber auch mit so wunderbaren Menschen, die da leben und die wirklich jeden Cent brauchen können und das andauernd. Eigentlich muss man da immer was hinspenden. Und das ist das Kinderheim Erlenbusch und die bekommen die andere Hälfte. Danke euch beiden. Judith, danke dir. Danke. Ja, danke. So. Sie machen mir langsam Angst, die beiden. Das ist schon wieder bei 100.000. Das Geld ist sicher für Herrn Dr. Struve und für Günter Netzer. Und Sie spielen auch genauso wie das Paar davor ganz entspannt um 150.000. Hier ist die Frage und es gibt sogar noch einen Joker. Hier ist sie, bitte. Ja, Moment, nehmen wir vielleicht den Joker. Wir nutzen alles aus. Welche Romanfigur ist zunächst als Hauslehrer in St. Louis angestellt? Old Shatterhand, Dr. Watson, Red Butler oder Graf Dracula? Weg damit. Weg damit. Ja, mal ruhig. Ja, wenn Sie es wissen, okay. Nein, ich weiß, wir können uns doch mal beschäftigen, oder? Nee. Also, Old Shatterhand war nicht in St. Louis. Also? Red Butler war beim Süden, war in Atlanta. Sie wissen, der dort alle verführt hat. Dr. Watson, Graf Dracula war auch nicht dort. Nein. Ich weiß es nicht. Schluss, aus, Punkt. Sie wissen es ja, nicht. Warum sollen wir nicht unsere Chance wahrnehmen? Ja, aber wir können doch schieben da gibt's und dann eine neue die Frage. Nächste Frage antworten. Und wir legen uns übrigens fest, dass wir, falls wir die 150 knacken sollten, Sie die 50 bekommen. Jeden. Wow, ja. Vielen Dank. Schon vorher, na, wir haben sie ja noch nicht. Nein. Wir haben sie ja noch nicht. Als Zeichen der Verständigung und des guten Willens. Also weg mit dieser Frage. Das erste Mal, dass ich Fan bin von Ihnen. Ja. Joker schieben und Frage weg. Weg, weg, weg.
Okay. Ja, oder wissen Sie es? Es ist Old Shatterhand. Ja, nach dem, was Winnetou Sie gesagt 1, haben, kann es nicht anders sein. Kein ja, Problem. Wir spielen nochmal die Frage für 150.000, eine neue nämlich. Hier ist sie. Was wird sichtbar, wenn man alle olympischen Medaillen der diesjährigen Winterspiele von Vancouver richtig zusammenlegt? Ein Ahornblatt, ein Orca, ein Nadelbaum oder die olympischen Ringe? Also, olympische Ringe können Sie ausschließen. Das wäre zu fast zu banal. Ahornblatt ist auch zu banal. Nein, es findet in Kanada statt. Ja, also, deshalb ist es ja banal. Nein, das ist ausgeschlossen. Also, das hat die anderen auch gehabt. Orca oder Ahornblatt? Pass auf, Kanada ist Ahorn, ja. Ganz klar. Aber würde man... Da sind aber auch die Orcas vor Vancouver. Ja, natürlich sind die dort. Aber die sind kein nationales Symbol. Ist das Ahornblatt ist das symbolische, ist das Symbol... Orca ist das gefühlte Wappentier. Der Nadelbaum ist es also nicht. Die olympischen Ringe haben Sie ausgeschlossen. Herr Delling. Olympische Ringe sind es nicht. Nadelbaum wird ja gar nicht mit A und B, also es kann nur A oder B sein. Das wissen alles bisher schon, was Sie jetzt sagen. Sie haben doch, Sie haben doch, hier, da, Sie haben doch gar, keine, jetzt Sie haben gar keine Ahnung. Es geht um Ahornblatt oder auch? Ja, genau. Ja, genau. Bravo, wunderbar. Also ich glaube A. Ja, dann sagen Sie doch jetzt, ich wende mich ab. Das ist zu einfach. Das mit dem Ahornblatt ist doch viel zu einfach. Ja, das ist das Problem. Ja meine, also es sind drei Sachen. Das ist ja aber Gold, manchmal, Silber, Bronze. Manchmal sind die so fies, die Fragen, dass sie das Einfache, weil wir alle denken, es kommt das Komplizierte, nehmen sie das Einfache. Ja. Ja? Das ist aber kurz, das ist aber kurz vorm Irrenhaus, wie Sie jetzt denken. Das muss ich der, noch, der Angestellte von Ihnen Gerhard, sich nie getraut. Gerhard, noch hast du die 50 nicht, ja? Also, nein, nein, deswegen, ich zitter doch jetzt hier mit, aber ich, das ist einfach was zu... Sag. Na, Ahorn ist, Blatt ist so naheliegend, ja, weil das drei, dass es B sein muss. Wir werden ihm doch nichts glauben. Wenn wir jetzt sagen Ahornblatt, würden Sie dann machen. Moment. So schlecht, wie Sie mich eben imitiert haben, ist es fast schon Beleidigung. Ja. Ja. Ich würde, wie würden Sie machen? Bei allen anderen haben Sie nämlich immer mal so und solche Sachen gemacht. Bei uns noch also, nicht. Erst mal ganz im Ernst. Sie tendieren zwischen Ahornblatt und Orca. Ja. Ja? Sie würden zwischen anderen tendieren. Und es kann nur Ahornblatt oder Orca sein. Ja. Damit haben Sie eine 50-50 Chance? Ja. Ja, dann nehmen wir die auch. Und das sind mehr. Und das sind mehr Chancen, als ich in 9 Jahren ARD jemals hatte. Nun nehmen Sie. Das? Ich bin raus. Ich bin noch. Ach, das ist zu. Ist, nehmen wir? Herr Netzer, dann jetzt komm. Sagen wir es gemeinsam. Oh, oh. Orca. Orca. Orca, ja, machen wir jetzt. Ja. Orca ist drin. Insgesamt, und das wird Herr Gerd nicht vergessen für seine Berichterstattung aus Vancouver, es sind über 600 Medaillen. Wenn man die alle zusammenlegt, dann sieht man etwas sehr Großes, was nämlich ein Sinnbild der indianischen Kultur auch an der Westküste ist. Dann ist es Orca. Und es ist natürlich der Orca, ja! Mein Bild wird also, zerstört. Was tut man nicht alles für einen guten Zweck? Oh, das grenzt sich ja fast an sexuelle Belästigung zwischen den beiden. Meine Güte. Was ich sagen muss, jetzt habe ich immer das erste Mal, dass er geschwitzt hat, richtig. Ja. So, ich Herr Dr. Strube. Keinen trockenen Fetzen mehr. Wofür? Am Leib. Also für leukämiekranke Kinder geht die Hälfte, nämlich 50.000, die uns noch gehen, an die José Carreras Stiftung. Und Herr Netzer,
Ich möchte es diesmal dem Franz Beckenbauer geben. Ich war 81 sein Chef hier beim HSV, als er die Stiftung gegründet hat. Franz Beckenbauer Stiftung leistet großartige Arbeit, kümmert sich um Menschen, die in Not geraten sind. Ich denke, dass er es längst verdient, auch von mir mal was zu kriegen. Dankeschön, Günter Netzer.